Werden wir nun in das Herz der Abtei eindringen und unseren Mönch finden können? Wir haben zumindest einen Schlüssel, der uns in diese Richtung führt. Und wir haben uns getarnt. Zwecklos. Was? Zwecklos. Was? Zwecklos. Diese Tür ist sehr massiv. Ich sehe keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Wir brennen sie nieder. Diese Tür... Zweck. Zweck. Ich hab doch einen Schlüssel. Zweck. Na toll. Wie? Ja, super. Oh. Wer ist dieser Mönch? Eine Kreatur der Hölle. Weihwasser. Feuer. Ah, Idee. Wir fackeln ihn ab. Kehre in die Flammen der Hölle zurück, Diener Satans. Ein verdammter Untoter? Ein Schlüssel, wo der wohl hineinpasst. Ich würde jetzt sagen, ich weiß es, aber ich habe mich schon mal getäuscht. Was war denn das? Wo kommt denn der her? Was zur Hölle soll das jetzt? Ein Zombie-Mönch? Ich muss extrem vorsichtig sein. Ja, das glaube ich aber auch. Da fällt mir gerade was ein. Wunderbar. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ich bin direkt in eine satanische Zeremonie geplatzt. Aber ich glaube, dort hinten im Käfig sehe ich einen gefangenen Mann. Ich muss mir das näher ansehen. Jetzt wird's brutal. Ich trau mich nicht so richtig hier irgendwo. Ich hab gespeichert. Von nun an herrscht hier unangefochten der Dämon. Von nun... Ja, zu euch will ich eigentlich nicht hin. Wer bist du? Kann ich dir helfen? Sind Sie das, Bruder Alberto? Bruder Alberto? Seien Sie vorsichtig. Die Mönche dürfen Sie nicht sehen. Warten Sie. Ich werde versuchen, mir diese Kreaturen des Teufels vom Leib zu halten. Okay, wir müssen erst die Mönche ausschalten. Verstehe. Was haben wir hier? Da haben wir ein Tor. Abgeschlossen. Diese Tür ist sehr massiv. Ich... Ja. Gut, wir müssen die Mönche ausschalten. Ganz ruhig bleiben. Ich würde sagen, das machen wir mit einem Skalpell in den Rücken. Nein, machen wir nicht. Gut, hier habe ich einen Kelch. Nein, das kann ich nicht. Vielleicht austauschen mit diesem? Nein. Gut, das kannst du nicht tun. Vielleicht abfackeln. Nein. Kannst du nicht tun. Was kannst du denn tun? Blut. Von nun an... Kann ich sonst noch wohin? Die Mönche kommen regelmäßig, um aus diesem Kelch zu trinken. Okay, sie trinken aus dem Weihwasser. Weihwasser. Nein, das kann ich nicht tun. Kein Weihwasser. Weihwasser? Weihwasser. So,
Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass ein Mönch Durst bekommt. Vielleicht kann ich Ihnen ein paar Pommes anbieten. Was ist das für eine... Ah ja, jetzt. Ganz schlechte Idee. Oh, Fürchterlich. Während diese Mönche beschäftigt sind, habe ich Zeit, Alberto zu befreien. Oh Gott, ist das widerlich. Kann ich hier den Kelch mitnehmen? Nee. Gut, befreien wir Alberto. Sind Sie das, Bruder Alberto? Bruder Alberto! Ja, das bin ich. Was wollen Sie? Ich will Sie hier rausholen. Kommen Sie mit! Mein Bein ist gebrochen. Ich werde nicht weit kommen. Mein armer Freund, was haben Sie Ihnen nur angetan? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss eine junge Frau retten und habe hier einige Papyrusrollen aus Ägypten, die wohl nur Sie entziffern können. Grundgütiger, aber was haben die denn nur mit ihren Augen gemacht? Sie sind dem Dämon treu ergeben. Jeder einzelne von ihnen. Ich war der Einzige, der den Versprechungen des Fürsten der Finsternis keinen Glauben geschenkt hat. Die anderen sind ihm erlegen und zum Bösen konvertiert. Folglich haben sie mich eingesperrt. Wenn sie mich getötet hätten, wäre ich im Paradies mit unserem Herrn vereint gewesen. Aber das hätten sie nicht geduldet. Diese auf ewig Verdammten, sie haben mich gefoltert, wieder und immer wieder, damit ich mich auch der Verdammung ergebe. Trotz all der Qualen habe ich nicht nachgegeben. Aber die Texte, die sie mir gezeigt haben, werde ich nicht mehr lesen können. Verdammt. Bruder, helfen Sie mir. Dieser Fürst der Finsternis, der diesen heiligen Ort entweiht hat, hat ein junges Mädchen mit einem Fluch belegt und ich muss es retten. Einige abscheuliche Rituale wurden in meiner Abwesenheit und manches Mal in meinem Beisein abgehalten. Hinter all dem steckt der Fürst der Finsternis. Er bezieht seine Stärke aus seinem Grund und Boden, getränkt vom Blut Unschuldiger. Und so muss ihm auf seinem Grund und Boden Einhalt geboten werden. Er muss gezwungen werden, diesen Ort zu verlassen, auch wenn es nur für kurze Zeit sein mag. Die übernatürliche Verbindung, die ihm Zugang zur Welt und zu denen verschafft, die er kontrolliert, würde ebenfalls verschwinden. Und so wären die unschuldigen Seelen erlöst. Jetzt sind Sie da, wo Sie hingehören, Bruder Alberto. Ein Engel im Paradies. Ein Heiliger unter Heiligen. Tja. Den haben sie wohl dahin gerafft. Soll ich mich nochmal hier umschauen bei diesen Ekeltypen? Von... Nee. Hier gibt es nichts mehr. Das heißt, raus hier. Was ist los? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ich wollte mich in der Universität umsehen und bin erst vor wenigen Minuten zurückgekehrt. Ich habe die Herzogin ohnmächtig auf dem Boden gefunden. Und Mina, sie ist weg. Herzogin, geht es Ihnen gut? Was ist passiert? Ich muss bewusstlos geworden sein. Mina hat geschlafen und ich habe hinter der Tür Geräusche gehört. Ich habe gelauscht und es klang so, als wären mehrere Personen im Treppenhaus. Ich wollte die Tür abschließen, aber dann habe ich einen Schmerz im Nacken verspürt und dann gar nichts mehr. Ich hoffe, Mina ist wohlauf? Sie liegt nicht mehr in ihrem Bett, aber ihre Habseligkeiten sind alle hier. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Wir müssen die Polizei alarmieren. Ich bezweifle, dass die Polizei irgendetwas für uns tun kann. Diesen Kampf müssen wir alleine austragen. Vor allem dürfen wir keine Zeit verlieren.
Siebert, gehen Sie runter zur Straße und treiben Sie eine Kutsche auf. Wir müssen zügig aufbrechen. Nochmals vielen Dank für alles, Herzogin. Ihre Aufopferung und Großzügigkeit sind beispielhaft. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie sich gewiss, dass Ihnen meine Tür immer offen steht. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Allerdings mache ich mir Sorgen um Sie, Professor. Wohin verschlägt es Sie als nächstes? Wir werden einen Grafen bekämpfen und sein Schloss stürmen, bevor er sein teuflisches Werk vollenden kann. Wir gehen in die Höhle des Löwen und werden das Böse auf seinem eigenen Grund und Boden herausfordern. Wir reisen nach Transsilvanien. Auf gleiche Art und Weise wie Harker haben wir die Höhle des Löwen gefunden und landeten im abgelegensten und unwirtlichsten Teil Transsilvaniens. Das letzte Dorf vor dem Schloss und das Ende unserer Reise. Seward ist seit einer Woche krank. Es war so schlimm, dass wir für 2 Tage Halt machen mussten. Aus Zeitvertreib habe ich die Klinge aus Ägypten zu einem Projektil umgebaut. Es passt zu der Waffe, die in einem Buch aus der Wiener Universität beschrieben wird, die Armbrust. Wer weiß, vielleicht wird sie sich als nützlich erweisen. Seward wird mir in diesem finalen Schlagabtausch nicht zur Seite stehen können. Ohne ihn wäre ich jedoch nicht so weit gekommen. Da dies vielleicht die letzten Stunden meines Lebens sind, sei ihm und allen anderen gedankt. Dieses Wirtshaus liegt ein ganzes Stück vom Dorf entfernt. Nichts und niemand wird uns helfen können. So ist es denn nun schon so weit, dass wir uns dem Grafen in seiner Burg stellen? Ein durchaus schönes Gebäude. Seward, was ist los? Kommen Sie, Seward. Wir gehen in dieses Wirtshaus. Dort können Sie sich ausruhen. Ja, schnell! Ich halte das nicht mehr aus! Was tun die nur in ihr Essen? Tja, die östliche Küche, die verträgt nicht ein jeder. Ruhen Sie sich aus, Seward. Auch wenn dieses Wirtshaus alles andere als einladend wirkt, es ist das einzige im ganzen Dorf und unser letzter Halt vor dem Schloss des Grafen. Gut, dann bleiben wir hier. Es wird Zeit, dass ich mich hinlege. Es tut ziemlich weh. Nein, mein Freund, wir können nicht länger warten. Die Zeit drängt. Ich werde alleine in diese letzte Schlacht ziehen. Alles klar. Ein Löffel. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Jawohl. Nicht ohne meinen Löffel. Was ist das? Am besten nehme ich Sewards Tabletten, bevor ein anderer sie einsteckt. Sewards Tabletten? Brezeln. Die nehme ich mit, auch wenn sie nicht frisch aussehen. Boah, sind gammelig, dürfen die ruhig sein. So, was gibt's hier noch? Dort liegt Papier. Das sieht aus wie eine Speisekarte. Wirt, dürfte ich einen Blick in die Speisekarte werfen? Hey, das gehört mir. Fassen Sie hier nichts an, oder ich werde ungemütlich. Als ob es in diesem Loch nicht schon ungemütlich genug wäre. Kommt mir diese Stimme bekannt vor? Guten Tag, Sir. Erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name lautet Maurice Zatapatik von der gleichnamigen Versicherungsgesellschaft. Mein Kollege und ich suchen nach einer jungen, brünetten Dame, die in dieser Gegend unterwegs sein müsste. Sie ist Engländerin. Ich bin Abraham Duvarmin. Hin und wieder halte ich nach Mädels Ausschau. Aber ihr Gequatsche macht mich wahnsinnig. Gut, diese Frau dürfte Ihnen nicht entgangen sein. Sie ist sehr attraktiv. Sie sagte, sie würde ein Schloss besuchen wollen. Sie war in Begleitung eines Löwen, eines Blechmannes, einer Vogelscheuche und eines kleinen Hundes. Hier ist kein Mädel und auch kein Schloss. Ihr glaubt wohl, ich merke nicht, dass ihr euch über mich lustig macht. Und wenn ich Tieren gerne den Kopf abbeiße, brauche ich mich dafür nicht zu schämen. Ein sehr merkwürdiger Dialog. Darf ich da jetzt reingucken? Das sieht aus wie eine Speisekarte.
Wirt, dürfte ich einen Blick in die Speisekarte werfen? Hey, das gehört mir. Als ob es in diesem Loch nicht schon Speisekarte. Hier oben ist ein Dachfenster. Dieses Fenster wurde wohl eilig mit Brettern verbarrikadiert. Okay, dieser Dialog wurde wohl eilig für mehrere Situationen verwendet. Sehr interessant. Jetzt reden wir nochmal mit Seward. Wie geht es Ihnen, mein Freund? Das fühlt sich an, als hätte ich ein Nest voller Spinnen in meinem Magen. Das Einzige, was ich vertrage, sind diese Schmerztabletten aus Wien. Nun gut. Es geht noch weiter. Alles klar. Aber Leute, in diesem Gasthaus, ihr seht schon hier, überall hängt der Knoblauch und... Naja, ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Bevor wir uns in diesem gastlichen Hause hier etwas weiter umschauen, verabschiede ich mich von euch bis zur nächsten Folge Let's Play Dracula Origin. Bis dahin, macht's gut, tschüss.